Das Begrenzte ist vergänglich. Akzeptiere das. Kommentar zum 562. Vers von Vivekachudamani. Shankara schreibt: Reines Bewusstsein ist das Merkmal des Selbst und bezeichnet die Wirklichkeit. Mit diesen Worten deuten die Schriften auf die wahre Natur des Selbst hin. Nachdem sie die Wahrheit verkündet haben, sprechen die heiligen Schriften von der Vergänglichkeit des Begrenzten. Das Selbst ist unendlich und ewig, aber Körper ist vergänglich, Reichtum ist vergänglich, die Sicherheit deines Berufes ist vergänglich, wie gut ein Yoga-Zentrum läuft oder nicht, ist vergänglich. Ob Menschen freundlich oder unfreundlich zu dir sind, ist vergänglich. Dein guter Ruf, jederzeit vergänglich. Hänge nicht am Vergänglichen und versuche nicht, am Vergänglichen festzuhalten. Es gibt dieses schöne Symbol von Kali. Kali tanzt und sie tanzt auf einem Dämonen. Der Dämon, der will festhalten, deshalb trampelt die Göttin auf ihm herum. Aber andere tanzen mit der Göttin. Und für sie ist das ein ekstatischer Tanz und großartig. Wenn du versuchst festzuhalten, dann wird die Göttin auf dir herumtrampeln. Aber wenn du mit der Göttin tanzt, dann wirst du euphorisch, ekstatisch sein, im Äußeren. Aber es gibt auch eine andere Symbolik von Kali. Kali tanzt nämlich nicht nur auf einem Dämonen, an einer anderen Stelle tanzt sie auf Shiva. Und der Shiva liegt im Shavasana in der Leichenstellung und lächelt. Kali tanzt auf ihm. Auch so kannst du in dieser Welt sein. Du kannst sagen, alles verändert sich, aber ich bin glückselig. Die göttliche Mutter lässt alles sich verändern. Ich bin glückselig. Sei nicht der Dämon, der versucht festzuhalten, dann trampelt die Göttin auf dir herum. Tanze mit der Göttin oder entspanne dich und wisse, du bist unendlich und ewig, alles andere vergeht.